Hallo, ich bin Wiebke und ich habe gerade für den DRV ein Webinar veranstaltet mit 400 Teilnehmern zum Thema Kommunikation mit Kunden. Und ich möchte hier gerne nochmal die Essentials zusammenfassen für alle die nicht dabei sein konnten. Es gibt drei Kundengruppen jetzt da draußen im Land. Es gibt die Ängstlichen, die Ambivalenten und die souveränen Kunden. Und wichtig ist, nicht nur auf die Ängstlichen zu reagieren und das Gefühl zu haben, fast jeder ist ängstlich und will nicht mehr reisen, sondern auch die Ambivalenten und die souveränen Kunden im Blick zu behalten, weil die retten uns alle über die Krise, weil die wollen immer noch reisen, die fahren noch los oder die buchen jetzt um, die wollen den Sommerurlaub antreten. Und bei der Kundenkommunikation ist nochmal zentral, dass jeder Reiseberater für sich nochmal den eigenen Umgang mit der Krise klärt, da cool und souverän bleibt, die sachlichen, fachlichen Informationen auf dem Schirm hat und nicht in so eine Hysterie, oh Gott, oh Gott, oh Gott, mit einstimmt, sondern sich da als Experte positioniert und dem Kunden an die Hand nimmt und durch diese Krise Schritt für Schritt durchführt. Und da brauchen wir jetzt viel Kraft. Und da braucht man viel Souveränität und eine positive Grundhaltung. Das wünsche ich allen Reiseunternehmen jetzt in dieser Krise. Denkt daran, im Herbst ist es vielleicht vorbei und dann wollt ihr wieder gut aufgestellt sein. Vielen Dank. Weitere Webinare vom DRV könnt ihr auf der DRV-Homepage euch angucken. Viel Spaß dabei. Dankeschön.